Einer von euch wird mich verraten. Was? Was? Claudia Höfig vom Internationalen Pastoralen Zentrum, die hatte mich eines Tages angerufen und mir von einem Straßentheaterprojekt erzählt, wo das Bild von Da Vinci, das Abendmahl, als Straßentheaterszene aufgeführt wird an öffentlichen Plätzen. Und ich war auch sofort begeistert und habe gesagt, ja, lass uns das machen. Und so kam es zustande. Zum einen sind wir inspiriert worden durch unsere Kollegen im Bistum Aachen und durch Mitarbeiter der Evangelischen Kirche in Hamburg, die dieses Projekt schon mal vor einigen Jahren gemacht haben. Davon hatten wir mitbekommen. Und unser Ansatz ist, dass wir immer wieder nach Projekten suchen, mit denen wir rausgehen können. Raus aus den Kirchenmauern, rein ins pralle Leben, in den Alltag der Leute, dahin, wo die Menschen sind, da wollen wir auch sein. Das heißt, auf den Straßen, auf den Marktplätzen. Wir haben eine gute Möglichkeit in diesem Projekt gesehen, uns die weltweite Bekanntheit dieses Bildes zunutze zu machen, um eine ganz wichtige Botschaft transportieren zu können, nämlich die Bedeutung des heutigen Tages, des Gründonnerstags. Essen, trinken, Familie wollen, feiern. Uns so, dass während der Darstellung Helfer rumgehen und Flyer verteilen an die Zuschauer, wo die zum einen dieses Bild vorne nochmal drauf ist und hinten auch noch Infos dazu stehen. Also es gab sozusagen ein Losverfahren. Jeder hat einen Zettel gezogen sozusagen und ich habe halt die Rolle des Jesus gezogen und andere halt die der Jünger. Ich habe mich eigentlich ziemlich gewundert, aber auch gleichzeitig noch ein bisschen gefreut. Und es war ganz spannend, dass auf diesen Zetteln dann aber so eine kurze Beschreibung jeder Rolle war und dass wir erstmal ausprobieren sollten, spielerisch, was bedeutet es denn jetzt eigentlich, diese Rolle zu übernehmen. Und da stand, dass Judas das Geld immer verwaltet, dass er sich gut in die Gruppe inszenieren kann, aber dass ihm eigentlich das Geld das Wichtigste ist. Und das ist jetzt keine Rolle, mit der ich mich persönlich identifizieren kann. Wenn man das in der Bibel liest, dann ist das immer so weit weg. Man hört, was dort vor 2000 Jahren passiert ist. Und jetzt wirklich zu sagen, wir holen das ins Hier und Jetzt und ich bin Teil dieser Szene und ich fühle das, was der Thomas gefühlt hat. Und nehme diese Persönlichkeit vielleicht auch so ein bisschen auf. Das fand ich spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und das war also auch Teil der Vorbereitung auf diese Street Action. Also es ist sicherlich ganz besonders schön, das in der Öffentlichkeit darzustellen, weil heute an dem Tag diese Geschichte ja eine ganz zentrale Rolle spielt in unserer Heiligen Woche und damit die Leute sicherlich auch nochmal angeregt werden, die sonst nicht so viel damit zu tun haben, zu gucken, oh stimmt, heute ist der Tag und ja, selber nochmal zu fragen und in sich zu gehen und zu schauen, was sie vielleicht da auch nochmal so inspiriert davon. Was wir damit erreichen wollen, mit dieser Darstellung jetzt auf öffentlichen Plätzen, zum einen nochmal deutlich zu machen, was ist da passiert damals bei diesem letzten Mal, auch dann im Hinblick auf Karfreitag und Ostern und lasse ich mich davon berühren. Jetzt, wir stehen ja gerade am Brandenburger Tor, wo wir das gerade gespielt haben. Die Leute, die stehen bleiben und sich das anschauen, das ist also auch sehr, sehr schön zu sehen, dass denen ein Licht aufgeht, dass die Aha, das Abendmahl, das ist wirklich sehr, sehr schön, das auch mitzubekommen, dieses Feedback. Und ja, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Aktion. Ich finde das gut. Ich finde gut, wenn junge Menschen und Menschen überhaupt, wenn man in die Öffentlichkeit gehen und
ihren Glauben bekennen und auch anderen, ja, die es eigentlich dieses Festes darstellen. Damit es nicht beim Osterhasen und dergleichen bleibt. So. Ich finde es aber wichtig, auch mal was zu zeigen, dass Ostern nicht nur Ostereier suchen ist, nicht? Und dass die Menschen wieder drauf kommen, was ist eigentlich, weshalb feiern wir eigentlich Ostern? Was ist der Ursprung des Ganzen? Könnte ich mir vorstellen, dass es etwas mehr auf die Bedeutung von Ostern hindeuten soll. Also auf den morgigen Karfreitag. Und das Schöne war, neben mir waren auch noch zwei Chinesen, die mich gefragt haben, das ist doch Leonardo da Vinci. Und ja, die Darstellung, die kannten sie, das Abendmahl. Ne? Und wir sind nachher auch in ein intensives Gespräch gekommen. Und das haben, glaube ich, die Schauspieler hier heute großartig übergebracht. Wir wissen, dass andere Veranstaltungen viel mehr Zuschauer auf sich ziehen. Aber das ist das kleine Samenkorn, das man hier auf Pariser Platz sät.